Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Edna bricht aus. Wir sind dabei, auszubrechen, wie immer, und wollten hier mal jetzt gucken, dass wir das Tor Wer ist aufbekommen. da? Ich muss diesen roten Knopf Erwarte! da oben drücken, Dich ne? kriege ich! So, schnell in den Schrank, Edna. Hihi. Und dann fix nach oben. Hey, wo bist du? Na? Okay. Schnell, 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 schnell. Oh, drücken. Warte. Das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Okay, das geht Oh nein, nicht. er kommt. Hey, wie bist du Bla, hier? bla. Okay, wir brauchen also doch erst das Fluchtauto. Marsch, Zeug, und lass dich. Erst das Fluchtauto. Das heißt. Also am ehesten denke ich mir halt diese beiden siamesischen Zwillinge, ne? Die haben doch starke Arme, haben sie mal gesagt. Vielleicht können die ja das Auto anheben. Wir probieren jetzt einfach nochmal unser Glück in der Küche. So. Bei jemand anders könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der das kann. Lass mal sehen. Wir können ja mal gucken, wer da Das alles könnte sitzt. klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Moment. Ach, vielleicht muss ich denen das jetzt sagen, dass die zum Auto gehen sollen, die beiden, weil die sind ja die einzigen, mit denen ich noch sprechen kann. Wartet mal. Ja, ich habe einen Fluchtplan. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Ja. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Genau. Subi, Ich dann verkriech mich dann mal wieder. ist können wir gut. Bis dann. jetzt dem Typen in den Fuß pieksen, denke ich. Das sollte sich jetzt machen Messer, lassen. Gabel, Nein. Schere. Meine Nein. Sammlung ist fast komplett. Nein, nein, Edna, das wollte ich so nicht. Ich wollte das so. So. Hat's funktioniert? Essensschlacht! Ah, da hinten saßen gerade die Entwickler. Hab das Ich gesehen. hoffe, Roti und Moti sind da heil rausgekommen. Na, werden wir mal sehen. Oti und Moti. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, Leute. Das hätte ich auch noch in die letzte Folge tun können. Wir gucken kurz in die Garage, ob alle da sind. Der Reifen ist montiert. Nee, noch nicht. Montiert mal den Reifen jetzt. Seid ihr bereit? Klar, hast du den Ersatzreifen besorgt? Ach so, den wollen die jetzt haben. So, bitteschön. Nicht ganz das richtige Fabrikat, aber als Provisorium sollte er ausreichen. Prima. Das heißt, wir können los, oder? Reden wir mal Da mit bin ihm. ich wieder. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Das weiß ich Wie ja bekomme ich eigentlich. das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Ja. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Ja gut, wir haben uns ja schon was einfallen lassen. Moment, ich rüste direkt wieder die Schere aus wegen der Kabeldurchschneiderei. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Hoffentlich lassen die uns nicht da, Leute. Ich wünschte übrigens immer noch, ich könnte Edna dazu bringen, schneller zu laufen. Wo ist eigentlich Dr. Marcel geblieben, frage ich mich gerade. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ein echter Choleriker. Müssen wir den vielleicht mit irgendwas beruhigen? Ich glaube, das geht ja nicht. Ich könnte dem den Kaugummi da unten Wer ist hinlegen. da? Niemand. Na warte! Schrittisch. Schön, auch wie Harvey da oben in der Ecke in die Ecke gequetscht wird. Wundervoll. So. Hey, wo bist du? Raus, raus, raus. Hopp.
sollte noch irgendwas tun, damit der Wächter das Tor nicht gleich wieder schließt. Ja. Hey, was hast du? Raus hier! Habe ich das Kabel jetzt durchgeschnitten? Ja. Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben. Wir hätten den rausgelassen. Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Wir sind frei! Yay! Wom, wom. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Haha! Wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Wozu die ganzen Sachen, die ich in meinem Inventar habe? Oh no. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Hä? Klauen die doch das andere Auto? Verflucht. Ja, wie gut einfach. Wie gut einfach. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Nein! Ich will zum Haus meines Vaters. Ja, genau. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel auf. Spiel ist noch gar nicht vorbei. Und dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Was? Och nee, jetzt haben die das Auto in den Sand gesetzt, oder? Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Wir haben ganz viele Sachen verloren? Ach ja, ich bin eigentlich ganz froh drum. Dann haben wir nicht mehr den ganzen Müll. Offensichtlich haben es nicht alle geschafft. So, das heißt, wir sind doch noch nicht fertig, Leute. Gucken wir mal, was haben wir denn hier alles? Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Aus den Angeln, aus dem Sinn. In der Gruppentherapie haben wir gelernt, am Unfallort nichts zu verändern. Stichwort Unfallrekonstruktion. Okay. Schraubenschlüssel haben wir nicht mehr. Hatte gerade überlegt, ob wir eventuell die Kindersicherung abschrauben können. Irgendwie. So, das... Ah, Mann. Für dahin. Solide. Lea, bis auf ein Abschleppseil. Ja, nimm das doch mit. Ich nehme das Abschleppseil. Genau. So. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Tja. Es ist kaputt. Na und? Damals war die Leichtbauweise noch nicht so entwickelt. Hm. So, dann haben wir hier noch einen Sumpf oder sowas. Tief und unergründlich. Ob da jetzt die anderen beiden reingefallen sind, also der Schlüsselmeister und der Alumann? Hm? Brr, ist es nicht zu kalt zum Schwimmen? Ach Quatsch. Ich bin bei der Gesellenprüfung zum Wasserträger durchgefallen. Hab ich... den Topf noch. Gute Idee. Ein Eimer Sumpf wird bestimmt nützlich sein. Ja. Nanu? Das ist ja gar kein echter Sumpf. Es ist nur eine sumpfförmige Scheibe, die in den Boden gesteckt wurde. Was? Super 2D-Grafik. Mit 3D-Hintergründen wäre das nicht passiert. Aber hallo. Okay, offensichtlich können wir kein Sumpfwasser mitnehmen. Sprechen wir mal mit den... Ah, wir können hier rein. Die spielen Karten. Ist das euer Ernst? Hast du alles gut überstanden? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Wo sind die anderen? Ich kann einfach nicht glauben, dass wir einen Unfall gebaut haben. Ich schätze, sowas passiert einfach, wenn man einen Irren ans Steuer setzt. Ich finde es übrigens absolut großartig, wie die beiden jeder noch seinen halben Pullover anhaben, ne? Anstatt, dass sie den Fetzen einfach ausziehen. Aber na gut. So. Wo sind die anderen? Der Alumann ist die Böschung hochgeklettert, nachdem er wieder zu sich kam. Okay. Murmelte irgendetwas von einer Erleuchtung. Ich fürchte, wenn er vorher nicht alle Sicherungen im Kasten hatte, sind sie ihm jetzt ganz durchgeknallt. Okay. Den Schlüsselmeister habe ich gar nicht mehr gesehen. Du etwa, Moti? Nope. Nope. Fährt das Auto noch? Okay,
Ich ziehe die Frage zurück. Wollt ihr denn gar nicht weiter? Sagen wir mal so, es steht nicht ganz oben auf unserer Prioritätenordnung. Dr. Marcells Leute haben ein Stück weiter unten eine Straßensperre eingerichtet. Wenn du klug bist, bleibst du bei uns, bis sie die Suche aufgeben. Es ist sowieso viel gemütlicher. Naja, das Auto könnte jederzeit untergehen. Nein? Na gut. Was treibt ihr da? Moti hat eine Art Kartentrick erfunden. Es ist mehr ein System. Ja, ein System. Ihr versteckt das Herzass nach einem System, das nur ihr kennt. Und Hoti muss es erraten. Ich bin kurz davor, dahinter zu kommen. Ich glaube, er wäre längst dahinter gekommen, wenn er nicht jedes Mal einen Schlag an der Karosserie bekommen hätte. Immer wenn er die richtige Karte ziehen wollte. Jedes verfluchte Mal. Seltsamer Zufall. Möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Okay. Klar, leg los. Wenn du dreimal hintereinander richtig liegst, hast du gewonnen. Gibt es auch einen Preis? Nein. Trotzdem bereit? Nee. Ja, was soll's. Zieh eine Karte. Hallo? Wie? Ich könnte auch... Ich glaube, ich komme langsam hinter das System. Ich wollte nur mal probieren. Na los. Zieh eine Karte. Na gut. Ziehen wir mal eine Karte. Die da. Die dritte Karte. Sicher? Ja. Ja, ich will die. Richtig. Zweite Runde. Hä? Die zweite von links? Sicher? Ja. Daneben. Oh. Nächste. Aber ich wurde doch mit dem Blitz und so. Ich hab das doch alles total gut und na egal. Die letzte also. Sicher? Daneben. Also muss immer das Herz nächste finden, offensichtlich. Hä? Hält er die immer gleich? Die dritte Karte. Sicher? Ja. Daneben. Nee. Nächster Versuch. Wartet mal, wenn er jetzt die Karte immer wieder hinten reinsteckt. Die kann ja auch nicht sein, oder doch? Puh. Moment, lass mich mal überlegen. Wenn hier das Herz am Anfang war, dann hat er das da hingesteckt. Dann habe ich wieder eine ausgesucht, die war falsch. Die hat er da. Dann war das Herz... wieder hier. Ist es jetzt hier? Vielleicht die erste Karte? Sicher? Weiß nicht, wie oft ich schon gezogen habe. Nee, falsch. Daneben. Nächster Versuch. Jetzt vielleicht ist es da? Die erste Karte? Sicher? Nee. Daneben. Ich habe keine Ahnung. Nächster Versuch. Lassen wir das. Genug gespielt. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, dass ich das Spiel gewinne. Gehen wir mal und gucken, wegen der Straßensperre vielleicht. Hallo? Okay. So, da sind wir eben hergekommen. Hier nach oben kann ich auch noch. Dann könnte ich da noch lang. Was haben wir da noch? Den Mond. Du musst doch nicht da so hinlaufen. Muggelig, Witze. Nimm die mit. Aber nicht. Für ein Mondscheinbad brauche ich Lichtschutzfaktor 0,04. Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Vergebens. Schade. Nein. Nein, dort bringen mich keine 10 Harveys hin. Ah, das ist die Anstalt. Okay. Der rollt mit den Augen, wenn du die richtige Karte gezogen hast. Echt? Das will ich jetzt aber nochmal ausprobieren. Oh, Edna, lauf doch bitte einen Schritt schneller. Bitte. Bitte, bitte. Oh, hallo. Hast du alles gut über... Gut, warte. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Darf ich es noch einmal versuchen? Klar. Zieh eine Karte. Der rollt mit den Augen. Die zweite von links? Sicher?
Okay, das ist er offensichtlich nicht. Das ist er auch nicht. Karte. Sicher? Die letzte also. Die auch nicht? Sicher? Gleich die erste Karte? Er rollt doch nicht mit den Augen. Sicher? Die letzte also. Sicher? Oder muss ich... Zieh eine Karte. Die zweite von links? Sicher? Na los. Also hier rollt er nicht mit den Augen. Ah, die dritte Karte. Sicher? Warte mal, ob ihr die richtige Karte gewählt habt, merkt ihr an Hotis Mimik, wenn Moti... Ah, Hoti, ich muss den anderen angucken. Okay, wartet mal. Die letzte also. Da hat er nicht gerollt. Ah, die dritte Karte. Da auch nicht. Sicher? Die zweite von links? Hm. Sicher? Ah, jetzt hat er... Die ist es. Richtig. Aha. Zweite Runde. Okay. Das ist ja dann einfach. Stopp, da. Gleich die erste Karte. Sicher? Boah, wie man da drauf kommen soll, ne, Leute? Da achtet doch keiner drauf, was er mit seinen Augen macht. Richtig. Dritte Runde. Gleich die erste Karte. Sicher? Nee. Die zweite von links? Sicher? Nee. Ah, die dritte Karte. Sicher? Ja, die ist es. Okay, wunderbar. Richtig. Danke für den Tipp. Okay. Du hast es geschafft. Autsch! Ich habe einen elektrischen Schlag an der Karosserie bekommen. Hä? Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen hatte. Ist sonst noch was? Okay. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Geh mal raus. Ich kann ja hier drin sonst nichts anderes machen, ne? Nee. Genug gespielt. Ich muss los. Lass dich nicht aufhalten. Wow. Wow. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Ja, also die Rätsel sind teilweise ja echt fies. Wie soll man denn auf sowas kommen? Ja, da hast du recht. Richtig aufgeladen. Oni. So ein gewonnenes Spiel baut doch immer auf. Vielleicht ist es aber auch nur die statische Elektrizität an der Autokarosserie. Oh, hab nicht aufgepasst. Jetzt hat die irgendwas erzählt. Ja, ja, also wirklich, wie soll man denn da auf manche Sachen kommen? Wie gesagt, da guckt doch keiner hin mit den Augen. Oder auch mit diesem Essen. Das war ja völlig random. Sie fühlt sich aufgeladen. Hm? Das heißt, ich kann jetzt irgendwelche Stromgeschichten machen. Ich will mal hier hochgehen. Oh, hallo! Da ist er ja, der Alumann. Was zur Hölle? Was ist das? Das sieht nützlich aus. Nimm's mit. Oh, Entschuldigung. Brauchst du das Antioxidationsmittel etwa noch? Ja. Und wann bist du damit fertig? Hm. Wenn ich endlich von einem Blitz getroffen wurde. Ah, krabbel den mal an. Autsch, was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja, das muss wohl so sein. Mhm. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Wuga? Da muss ich an den zweiten Teil denken, wo die Lilly immer sagt, Wusa oder was habe ich? Weiß gerade gar nicht mehr. So, das brauchst du ja nicht mehr. Wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Genau. Was haben wir da jetzt bekommen? Was ist das? Antioxidationsmittel. Gegen Rost? Nee, was macht Antioxidationsmittel? Nettes Plätzchen. Keine Zeit auszuruhen. Nimm die mit. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ach Quatsch.
Wir reden nochmal mit ihm. Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Okay, hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Gegen Rost, ja, okay. Hatte ich doch richtig. Lieber nicht. Mitnehmen wir sie noch nicht. Kaiser. Ja, der einzige Ort, wo wir noch hin könnten, wäre ja dann... Achso, nee, hier unten ist auch noch so ein Ding zum Laufen. Ich will nicht zurück zum... Da ist die Straßensperre, wie es mir aussieht. Geh nochmal zum Heim zurück. Zur Anstalt zurück will sie ja nicht, ne? Oder? Gucken, ob ich da noch was machen kann. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Okay, oder das will sie nicht. Alles klar, verstehe. Weiter in Richtung Straßensperre. Ja, 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 mache ich jetzt. Ich wollte nur mal probieren, ob ich da zurückgehen kann. Will sie aber nicht. Das ist hier sonst noch irgendwas? Nee, nur die Straßensperre. Ihr habt nichts gesehen. Was? Okay. Ja, okay. Nun, also. Der pinkelt immer noch. Was ist denn mit ihm? Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Na, offensichtlich doch. Kann ich denn hier irgendwas machen mit dem? Nee. Ich kann hier das Auto rein. Okay. Was haben wir da? Das Verfallsdatum ist weit überschritten. Egal, das funktioniert bestimmt alles noch. Nimm das mit. Ich brauche keine Hilfe. Niemals. Nimm das mit! Nanu? Der ist ja festgeschweißt. Was? Festgeschweißt? Kann da Antioxidationsmittel helfen? Ich weiß ja nicht genau. Eine dicke Staubschicht liegt auf den Reflektoren. Ich will keine Aufmerksamkeit. Die Farbe gefällt mir nicht. Oh, Edna, nimm das doch mit. Nicht hupen. Der Anzünder fehlt. Der Anzünder fehlt. Sie dreht das nur hin und her, ne? Der Zündschlüssel fehlt. Ja. Das Lenkradschloss ist aktiv. Okay. Ich krieg den Gang nicht raus. Was? Ich weiß es nicht. Haben wir irgendwas, was uns dabei helfen könnte? Nope. Erste-Hilfe-Kasten-Warndreieck. Das will sie nicht, ne? Die Farbe gefällt mir nicht. Aber warum denn nicht? Und der Erste-Hilfe-Kasten... Dem Piesler eine überbraten, das könnten wir versuchen, da hast du recht. Aber das nützt uns ja auch nichts weiter wegen dem Auto. Haben wir denn unser Überbratgerät noch? Ja. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Oh, Edna. Kann uns hier Harvey helfen? Hallo? Guck mal, Harvey. Die Blase wird einfach nicht leer. Er verfügt über echte Superkräfte. Nee, ich kann da gar nicht hin. Hier läuft sie nicht weiter. Läuft nur quasi hier bis zum Mittelstreifen. Die Frage war rechts an der Leitplanke, ob es da runter geht. Nein, leider nicht. Ich kann halt in das Auto rein und dann war es das wieder.
Mit dem sprechen kann ich ja nicht. Nee, da sagst du bestimmt wieder. Lieber nicht auf mich aufmerksam. Genau. Ich habe aber auch nicht wirklich irgendwas, was ich jetzt... Ich weiß halt nicht, ob hier bei diesem festgeschweißten Sunny-Kasten, ob da dieses Anti-Rost-Mittel hilft. Ich glaube nicht, oder? Der ist aus Plastik und entsprechend rostlos. Ah, gut. Wartet mal, war nicht... war in dem anderen Auto irgendwas verrostet? Ich überlege gerade. Ich gehe nochmal zurück. Hatte der hier oben noch irgendwas anderes? Nee, der macht einfach nur Wuga Wuga, ne? Kann ich vielleicht mit dem Abschleppseil das, die Karre hier aus dem Dreck ziehen? Moment. Irgendwie. Na, da. Das lege ich nicht wieder zurück. Ach so, nee, das war da ja drin. Stimmt, das war da ja drin. Leer. Leer. Das wird nie mehr einen Oldtimer-Preis gewinnen. Was war mit der Tür nochmal? Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Da kann ich jetzt auch nicht. Die kann da ruhig bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag unabgeschleppt liegen bleiben. Frage, was ist mit diesem Abschleppseil, ne? Kann ich das Abschleppseil irgendwie ans Auto machen da hinten? Aber was nützt mir das? Bringt mir ja eigentlich auch nicht wirklich viel. Oder kann ich das Abschleppseil an ihn dran machen, ist die Frage. Nee, wahrscheinlich nicht. Das Brückengeländer wäre ein guter Ort dafür. Aber Blase versperrt mir den Weg. Und es sieht nicht so aus, als würde er in absehbarer Zeit fertig werden. Ah, der muss aufhören zu pieseln. Wie bringe ich ihn dazu, dass er aufhört zu pieseln? Das Auto rollen lassen. Du kannst unter die Brücke. Aber von wo aus kann ich unter die Brücke? Also hier komme ich da nicht hin. Wenn der da steht. Ich denke, der muss da erst weg. Kupplung rein, Gang lösen, Handbremse lösen. Kenne mich nicht aus mit Autos. Gut, dass du mir es sagst. So, lass mal gucken. Also. Ich krieg den Gang nicht raus. Sie kriegt den Gang nicht raus. Das hat damit nichts zu tun, oder? Ich krieg den Gang nicht raus. Da hat sie jetzt den Gang doch... Also jetzt hat sie doch die Handbremse gezogen. Jetzt ist sie lose. Was ist das? Hey, was ist das? Ist da jemand im Kupplung Auto? Kupplung ist links. Kupplung ist links. Das da ist die Kupplung. Ich hab gar nicht gehupt. Ja, ich... So, Kupplung. Dann den Gang lösen. Nein, oh. Jetzt. Ich habe aber keinen Schlüssel. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Hammers. Hey, was soll das? Stopp! Pack deinen Schniedel ein und geh da weg. Uiuiui. Wuhu. Yay. Gut, dass hier Leute dabei sind, die Auto fahren. Der Mann im Hintergrund schläft nämlich gerade. Der hätte mir das bestimmt auch sagen können. Sehr gut. Okay, Leute. Aber den Rest machen wir dann beim nächsten Mal.
Die Folge ist nämlich schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Edna bricht aus. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!